Einen Tag früher als geplant startet die Superliga in die neue Saison, wo mehrere Veranstaltungen in Genf morgen stattfinden. Wir haben eine Partie zwischen Servette und dem FC Basel auf heute Abend vorverlegt. Dem FC Basel kommt das sicher entgegen. Nächste Woche steht ja bereits die erste Hürde in Bezug auf die Champions League Qualifikation auf dem Programm. Ein bisschen mehr Erholung tut der Basler sicher gut. Wo steht er eigentlich, der FC Basel, vor der neuen Saison? Xhaka weg, Shaqiri weg, Abraham nicht mit dabei, Huckel nicht mit dabei, Chipperfield nicht mit dabei. Das ist ganz schön viel Substanz, die der FC Basel verloren hat. Können die Neuen die Löcher stopfen? Heute in Genf sicher nicht, denn bis auf David Degen konnten die Neuen nämlich gar nicht spielen. Hinein in die neue Saison Servette gegen Basel. Mit der gleichen Affiche wurde hier im selben Stadion im Mai die letzte Saison abgeschlossen. Damals gewann Servette mit 2:1. Basel also nur mit einem neuen Spieler, die anderen neuen fehlen wegen Sperren oder Verletzungen. So sorgen vorerst Altbekannte für die Musik, Stocker mit dem Eckball und Steinhöfer mit der ersten Möglichkeit der neuen Saison. Formidable Schusstechnik bei Markus Steinhöfer, da fehlt wirklich wenig. Es geht animiert zur Sache, für ein Startspiel ist echt was los. Die sind richtig heiß auf Fußball, vor allem die Genfer. Servette mit Lang. Trian und Karanovic, Kovac dazwischen, von Abtasten keine Spur. Und gleich wieder die Genfer. Die machen richtig Tempo, immer wieder über Lang. Auf Trian, der aktivste Mann der ersten Minuten. Und Sommer regelt die Sache auf seine Weise. Trian lässt Park aussteigen und scheitert dann an Jan Sommer. Das vermeintlich kleine Servette Genf spielt groß auf in der Startviertelstunde. Heiko Vogel noch nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Und der einzige Neue im Team der Basler, David Degen, bis jetzt noch ohne Wirkung aufs Spiel. Aber die Basler haben natürlich ihre alten Hasen. Die brauchen nicht viele Chancen, da muss man immer aufpassen. In diese Kategorie gehört Alex Frey, genau auf Gonsalves. Alex Frey, der Topscorer der letzten Saison. Und gleich wieder auf die andere Seite. Rutis. Trian. Wieder auf Rutis. Und Trian ans Außennetz. Mittlerweile wäre die Genfer Führung verdient. Was fehlt im Spiel der Genfer Mannschaft? Das sind bisher einzig die Tore. Joao Alves. Und weiter gibt Servette den Takt an. Diesmal mit Karanovic. Fehler von Steinhöfer, Barsch, Sommer ohne Reaktion. Vom Basler Sturmduo Frey und Streller ist bisher nicht viel zu sehen. Streller, aber damit kann Frey nun wirklich nicht viel anfangen. Marco Streller, seine Aktion, weder Schuss noch Flanke. Dann ist Pause vor 8.300, die Genfer Fans zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Auf der Tribüne auch der französische Weltmeister Christian Carambeu, ein Spieler bei Servette, heute Ausrüster der Genfer. Die erste gelbe Karte der neuen Saison holt sich dann der Basler Verteidiger Steinhöfer nach dieser Intervention gegen Lang. Die Frage nach dem ersten Torschützen der neuen Saison, die bleibt nach wie vor unbeantwortet. Dann die 59. Minute, die Basler mit Park. Streller, die Genfer bleiben stehen, Streller, David Degen! Der Rückkehrer mit dem ersten Treffer der neuen Saison. 1:0 für den FC Basel. Magistral die Vorarbeit von Marco Streller und kaltblütig der Abschluss von David Degen. Nun muss Alves handeln und schickt Moutinho mit ganz genauen Anweisungen ins Spiel. Und Basel, so wie wir den Meister kennen, effizient auf hohem Niveau. Der FCB wird mit jeder Minute spielbestimmender. Jappi, hervorragend seine Übersicht. Stocker, Valentin Stocker, zu ungenau für Frey und auch für Streller. Basel hat aber die Geschichte nun im Griff. 1:0, nicht vergessen, das ist immer ein gefährliches Resultat. In der 77. Minute geht Torschütze David Degen vom Feld. Eine Rückkehr nach Maß für die neue Nummer 7 des FCB. Servette fehlt die Power aus der ersten Halbzeit. Trian, zu richtigen Chancen kommen die Genfer nicht mehr. Die
Die Basler haben nun leichtes Spiel und viel Platz. 84. Minute, Stocker ohne Gegner. Schwach sein Zuspiel, dann aber Alex frei. Er verpasst die Entscheidung. Gonsalves hält die Genfer im Spiel. Und die Geschichte mit den verpassten Chancen, die kennen Sie ja sicherlich. Moutinho. Und Karanovic, der Ausgleich. Nein! Markus Steinhöfer mit der unglaublichen Rettungstat, genauso wichtig wie Degens Treffer. Schauen Sie sich diesen Steinhöfer an. Karanovic ist bereit für den Kopfball und dann haut ihm der Basler den Ball ganz einfach weg vom Scheitel. Unglaublich, aber wahr. Wenig später ist der geglückte Basler Saisonstart Tatsache, dank des Treffers von Rückkehrer David Degen. Der David Degen, also Matchwinner zu diesem Saisonauftakt. Er ist auch ein bisschen der Mann der schnellen Tore. Vor einem Jahr hat er für IB im zweiten Saisonspiel getroffen. Jetzt, nach der Rückkehr zu seinem alten Verein, im FC Basel, trifft er schon im ersten Saisonspiel. Logisch, dass bei ihm die Meinung nach dem Schlusspfiff positiv gefärbt war. Ich freue mich sehr, dass ich zurück bin. Ich freue mich sehr, wieder im rot-blauen Dress zu spielen, wo meine Heimat ist. Und darum macht es mich umso mehr stolz, dass ich heute ein Stück dazu beitragen konnte, um 3 Punkte mitzunehmen. Aber die Saison ist lang und es braucht weitere gute Leistungen. Und auf das konzentriere ich mich. Wir sind nicht zufrieden. Leider haben wir heute verloren. Und, aber man hat ein paar gute Sachen gesehen. Nach dem Tor von Degen haben wir probiert und wir haben alles versucht. Und leider haben wir dieses Tor nicht gemacht, aber wir sind mit vollem Vertrauen für das nächste Spiel und wir freuen uns auf die Europa League und dann ein wichtiges Spiel gegen Sion. Ein Derby ist immer wichtig und ja, wir sind da mit vollem Vertrauen. Ich habe halt, ja, zum Glück den Ball noch vor dem Stürmer bekommen und konnte den Ball retten, weil ich glaube, das Tor war leer und es wäre nicht sehr schwer gewesen, für ihn den Ball reinzumachen. Ich kam zum Glück noch hin und am Ende haben wir 1-0 gewonnen. Also ich bin glücklich darüber und ich denke, der ganze Verein, die Mannschaft. Und ja, auf der Leistung bauen wir jetzt auf, aber es muss noch ein Stück besser werden. Aber es ist schon nicht übertrieben, wenn man sagt, die Rettungsaktion war mindestens genauso wichtig wie das Tor von David Degen. Ja, sie war bestimmt wichtig für den Sieg, natürlich, weil ich denke, in dieser Phase vom Spiel ein 1-1 ist schwierig wegzustecken. Also wir trauen uns das zu, natürlich dann noch weiter auf Sieg zu spielen. Aber natürlich ist es komfortabler, wenn man 1-0 führt, als 1-1 steht. Und ich bin froh, dass ich retten konnte und dadurch der ganzen Mannschaft helfen konnte und jetzt wir mit dem Sieg starten.